Meister mit dem FC Tirol. Joachim Löw war auch in Österreich erfolgreich und seine damaligen Spieler erinnern sich gern an ihren Trainer und Situationen auf dem Platz. Er war selten böse und wenn, hat er seine Emotionen sehr gut im Griff gehabt, dann hat er es eher mit Worten gemacht, aber so präzise, dass es jeder Spieler auch verstanden hat. Also von negativen Emotionen, was den Jogi Löw betrifft, keine Spur. Vor allem in einem Punkt sind sich alle Weggefährten Löws einig. Er ist bis heute am Boden geblieben. Wenn ich den Jogi Löw heute treffe, nach all diesen Erfolgen und ich bin mir sicher auch nach diesem WM-Titel und rede mit ihm, dann ist er vollkommen der gleiche geblieben, ist total bodenständig, redet mit mir auf Augenhöhe, da gibt es keine Arroganz oder irgendwas, das imponiert mir total und dafür gönne ich ihm auch jeden Erfolg und freue mich sehr für ihn, dass er jetzt Weltmeister ist. Nur lobende Worte für Joachim Löw, aber nicht alle kamen so gut mit ihrem Trainer klar. Er war von mir nicht überzeugt, ich von ihm als Trainer auch nicht und ja, also Fuß fassen war für mich eher ein Schritt nach hinten mit ihm, als wie einer nach vor. Über Löws größten Erfolg freuen sich aber alle Weggefährten. Michael Bauer nützt seine wertvollen Tipps jetzt selbst als Trainer. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an die Vorbereitung und die erste Wintervorbereitung, wo wir als Spieler einmal hingegangen sind und gemeint haben, ob wir nicht zu wenig trainieren. Und der Spruch, was er einmal gesagt hat, Qualität geht vor Quantität. Also das hat mich schon auch ein bisschen geformt und ich glaube, wenn man etwas macht, sollte man es mit Qualität machen. Und da ist die Menge oft gar nicht so entscheidend. Auch Österreichs Trainer sind auf Jogi Löws Spuren und sind stolz darauf, mit dem Weltmeister zusammengearbeitet zu haben.